Willkommen auf der Saatbox, diesmal mit dem Film Black Butler, The Book of Atlantic. Ja, den Film habe ich mittlerweile schon zweimal gesehen. Einmal auf dem Akiba Pass Festival, noch in Japanisch. Dann lief er ja mittlerweile schon im Kino, in Deutsch. Und ich finde ihn einfach toll. Ich mag ja Black Butler allgemein. Alleine schon dieses dunkle Feeling ist schon echt toll. Habe jetzt sogar Book of Circus angefangen. Muss ich noch ein bisschen weiter gucken. Und ja, also hier haben wir nochmal das von vorne. Ein bisschen Hochglanzoptik. Hier daran ist etwas matt. Das Blu-ray schön in golden gemacht. Und das ist aufgedruckt, also kann man da nichts abbiegeln. Ja, ich glaube, zum Inhalt muss ich jetzt nicht so viel sagen. Spielt halt auf dem Schiff. Und es gibt Zombies. Also so Zombie-ähnliche Dinger. Egal. Dann, die Sprachen sind Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch. Der Film geht etwas länger als 1,5 Stunden, also 100 Minuten. Als Extras haben wir hier drin ein 40-seitiges Booklet. Das Bildformat ist in 16:9 Full HD und der Ton ist in 5:1 und hier ist ein bisschen eingeknickt, was jetzt gerade ein bisschen schade ist, aber sich nicht ändern lässt. Von vorne fällt es kaum auf. Ja, hier haben wir dann das Innere. Aufgeklappt sieht das Ganze so aus. Und ja, die Disc. Der Charakter kam mir nämlich bisher unbekannt vor. Ich habe den Film vor Book of Circus geguckt und der kommt ja erst in Book of Circus vor. Also zumindest habe ich ihn vorher noch nicht zur Kenntnis genommen. Ja, gucken wir mal in das Booklet rein. Einführung, die Story, worum es geht, die Charaktere. Natürlich schon einige dabei. Kostüme. Die kleinen Artboards sind auch mit an Bord. Ach ja, das war so eine lustige Stelle. Also den Film kann ich auf alle Fälle, jeden, der mit Black Butler was anfangen kann, schaut ihn euch an, auf alle Fälle. Interviews noch mit dabei und das war's. Ja, ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung alles, was ich bisher so zu Black Butler ausgepackt habe, beziehungsweise gezeigt habe. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.